Oh, großer Gott, Männer, es geht ja direkt los. Wir müssen Franz beschützen. Wie, Moment? Wie soll denn jetzt auf einmal Schwanz beschmützen? Was denn jetzt die französische Tour oder was? Da schmier ich mir aber vorher noch mal ein bisschen Catch-Clipper links und rechts an die Leisten. Ja, und dann Schlag auf den Beutel, dann haben wir einen ganzen Sack voller Fangsahne. Dann können alle Pokémon uns, mein Freund. Oh Gott, der will mich schlagen. Keiner interessiert sich für irgendwelche Pokémon. Alter, es eskaliert. Bikers mit Macheten. Aber ich hab den selbst geschlockerten Catch-Clipper dabei. Meine Güte, ich gehe hier drauf, das ist ein enger Gang und das alles wegen deinem Franzi-Schwanzi. Mein Franzi, das ist mein Freund, den müssen wir beschützen. Guck mal, die wollen ihn schlagen. Detlef, beruhig dich, ja? Ey, beruhig dich, Detlef. Die haben den Homeless Guy angegriffen. Was? Homeless Guy, wenn der stirbt? Was, haben wir da nicht verloren? Ich weiß nicht. Die Map ist heißt, jetzt der Homeless Guy? Ich habe keine Ahnung. Er steht im Ring, im Homeless Holz. Die Karte heißt, verteidige den Obdachlosen. Ja. Und wir sind zwei gute Wander-Samaritas. Ey, jetzt muss ich mal sagen können, dass mir von hinten einer ran will ans Leder. Ja, aber ich glaube, der ist noch am Leben, oder? Ja, aber der hat hier noch ein bisschen Heisenberg, hat ja aber hart um die Lippen. Der wollte ein bisschen. Ich bin schon wieder fast tot, der große Biker hier mit der Supermachete. Ja, deswegen, lass dich doch nicht machetisieren. Was ist denn hier? Ist hier ein Fisch am Boden? Oder ist es ein Pokémon? Zack, erstmal ein Schädel eingedengelt. Wow. Ist auch halb tot? Nee, aber ich hab festgesteckt am Straßenrand. Vorsicht! Ich gehe nach hier hinten. Das ist mir zu hart. Alter, das sind aber richtig viele. Da vorne ist, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Da ist relativ ruhig. Achtung, hier sind Spikes. Oh, und hier sind große Biker. Hier ist nicht ruhig, hier ist nicht ruhig. Defend the homeless guy. Wenn der stirbt, verlierst du, ne? Das weißt du. Der kann nicht sterben, glaube ich. Da werfen die dich direkt aus dem Spiel. Aus dem Leben werfen die dich, mein Sohn. Aus dem Leben! Alter! Pass auf die Spikes auf. Oh, krass! Sancho! Der peitschenschwingende Sancho. Sancho Bunchu? Sancho Bunchu. Ich wusste gar nicht, dass er noch am Leben ist. Die Legende. Sancho. Ich hab so gut wie nichts mehr. Sancho Bunchu. Kümmer dich um die Großen hier. Er trägt bunte Schuhe. Alter, ich hab einen Großen erlegt. Achtung, hier sind Spikes. Da kommt einer mit so einem kleinen Dulli. Ja, den habe ich aber geduldet. Ey, was scheppert denn hier so heftig, wenn man... Eine Gitarre war da drin. Geht? Vorsicht, er hatte eine Gitarre in seinem Arschloch. Das war sein Haus. Er war Gitarrenspieler. Das war sein Haus? Wir haben sein Haus gerade platt gemacht. Alter, eben gerade habe ich den Super Willy Jump gemacht. Ey, warum haben die alle keine Arme mehr hier? Was ist denn das? Hier schwebt sogar ein Arm. Oder ist das ein Mensch? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Typ, der fast unsichtbar ist. Weißt du, nur der Arm. Hier, der wurde nicht mit Catch-Clipper eingerieben. Deswegen kann man den noch sehen. Franz Willy hat aber eine eigene Machete oder so. Hier fliegen Messer in der Luft rum. Irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist ein dicker Mann, der will mir ganz schön einen Sack griebschen. Und mit Sackgriebschereien kennst du dich auch am besten aus, oder? Alter, ich habe schon so viele Leute K.O. gehauen. Dieser Baseballschläger hier, der hält ewig. Das ist der ewige Schläger. Er hat wieder irgendeine super Wunderwaffe. Ah, er cheatet wieder. Dass der Mann auch irgendwie gar nicht sich dafür schämt, ne? Für was? Ein Nutella-Knüppel hier in der Hand. Ich habe Leben lang Spaß. So viele Große ausgeschaltet mittlerweile, ne? Ich bin der Einzige, der Franz beschützt. Ja, ich beschütze ihn auch, aber halt von... Du machst nur Schwanz beschmützt. Nein. Mit dem mentalen Auge. Du machst kein Franz beschützt, du machst Schwanzauge beschmützt. Schwanz. Was, Schwanzauge? Ich mach Auge. Mein Bruder hat mal... Schwanz. Ich bin tot. Ah, er ist tot. Das meine ich. Er ist tot. Du hast tot. So einen Eternal Schläger. Der ist tot. Guck mal, Alter. Und mir kann ja, da hinten sind aber noch Hunderte. Alter. Da hinten sind noch Hunderte. Alter, willst du echt nochmal... Müssen wir jetzt echt neu starten? Ja, ich hab's eigentlich gemacht für die Spannung, damit wir das Level ein bisschen mehr genießen können. Entschuldigung. Ja, ich wollte kann nicht sterben, eben ey, ich bin ein bisschen was. Ich wollte ein bisschen was zeigen. Wie? Wieso kannst du jetzt wieder nicht sterben? Alter, wie er guckt! Sein Auge! Komm, schlag mich! Schlag mich! Geh doch einfach in die Flammen. Muss einfach nur in die Flammen gehen, zack, bist du tot. Echt? Da hinten brennt eine Couch. Wie, da brennt eine Couch? Oh ja, da brennt doch eine Couch, ist oder? Ist das Franz seine Couch? Ich würde sagen, ja. Warte, jetzt geh einmal noch. Geh mal in die brennende Couch da rein. Ah, guck mal, ey, 60 Stück, die hätte ich doch jetzt in einer Minute erledigt gehabt. Ja, wie? Bei mir statt 75 Gegner. Mhm. Da regnet einer vom Himmel. Er nimmt sich ja wieder dieses Ultimate-Knüppel-Ding, ne? Der Knüppel, den ich vorhin aufgehoben habe, der war von einem Typen. Auf welcher Seite bist du denn? Westside, Eastside? Ja, ich bin Bowside, ich bin Pendler. Pendler, Achtung, einige sind gut. Einige sind gut, einige sind böse. Verdammt! Ditz, Alter. Ditz. Ditz. Alles klar, die Biker-Gang hier dreht durch. Brauch irgendwas. Alter, eine ganze... Boah, er hat die Biker-Gang aufgeschreckt und kommt rüber. Ich hab die nicht aufgeschreckt. In meine Side.
Guck mal hier, Franz hat einen Schnitzel und ist schwarz geworden. Ich hab gesagt, lass dich nicht auf diese Geschäfte ein. Auf einmal einige sind friendly. Er hat sich angesteckt, nur um noch mehr Schaden zu verursachen, wenn er mich angreift. Er hat richtig Hass gegen dich. Achtung, der große Mann. Ah. Boah, er jumped. Er wurde gehandtricked. Shot. Ey, ich glaube, ich hab den Eternal Schläger wieder. Ach Mann, das ist doch mies. Jetzt so ein Eternal Schläger. Sind die Basies nicht alle Eternal? Nein, normalerweise 4 Schläge weg. Ja, Achtung, dann schwarze Musiker. Fuck, ey, wie ich die Lünche. Ey, der eine hier, der Musiker ist am Blocken. Der kann blocken. Ein Blockmusiker, Alter. Er hat wohl früher viel vorhin mit der Blockflöte gespielt. Der Bockflöte? Die Bockflöte. Das ist dein Ding. Das ist dein Ding. Ey, ein paar Hobos hier sind ja auf unserer Seite. Hier die Hobo-Connection. Ja, sag ich doch die ganze Zeit, dass da so ein paar Obdachlose uns helfen. Ey, da fliegt ein Arm in der Luft rum. Fuck, war der friendly? Ja, hier bei mir auch. Hier drüben ist so ein Arm, der wedelt die ganze Zeit rum. Also auf meiner Seite ist noch richtig viel los. Ja, hier auch. Wir sind ja sogar noch so Seiten. Wirf mal den Schläger weg. Dann sehen wir mal, wer der Beste ist. Ja, hier. Weil ohne deinen Unendlichkeitsschläger gar keine Chance, der Junge. Gar keine Chance. Ja. Easy, ob ich die jetzt mit der Faust oder mit meinem Schläger haue, das macht überhaupt keinen physikalischen Unterschied. Er hat immer noch seinen Schläger. Genau, das meine ich. Ja, Siggi. Hier, die großen Boys, die kriegen alle richtig aufs Brett. Guck mal, der alte Cheat-Schläger, dafür kommst du später noch in die Hölle. Glaub mir, du wirst in die Hölle kommen dafür. Die Hölle. Natürlich, ich warne dich jetzt. Ey, ist ein Bro. Ist mir egal, ist dein Bro. Du wirst in der Hölle landen. Kreis. Also jetzt bin ich auf einmal hier der Höllenakademiker. Hältst das alles noch für einen Witz, aber ich sage dir, die Hölle wird kommen. Ich glaube, die haben unseren Hobo getötet. Interessiert mich schon lange nicht mehr, Kreis. Ey, unser Hobo ist tot. Dein Hobo interessiert mich nicht. Deswegen kommst du in die Hölle, weil du den Hobo hast sterben lassen. Du kommst in die Hölle, nein. Ich komme in den Himmel, ich bin normaler Mensch. nur mit einem Schläger. Also, dass der sich nicht schämt. Wenn Alter, ich das da, boah, was ist denn hier los? Wenn ich das da wieder deiner Mama erzähle, die wird gleich sagen, enterbt. Hashtag enterbt. Hashtag enterbt, schreibt sie mir bei Twitter. Ja, meine Mutter twittert mir sowas. Du Hurensohn, hat sie zu mir gesagt. Aber Mom, hast du dich damit eben nicht gerade selbst beleidigt? Ist mir egal. Ich hab dich gefunden. Ich hab dich gefunden, du Müllbaby. Ja, Kreis war ein Müllbaby. Die Wahrheit kommt ans Licht. Die Wahrheit. Beichte 017. Deswegen war Werner Herzog hier und hat mich interviewt. Die waren also ein Müllbaby. Als sie 7 Tage alt waren, hat ihre Mutter sie verstoßen und in einen Container geworfen. Wie fühlen sie sich, wenn sie das hören? Ja, wie Abfall, ne? Aber er sagt auch immer, zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich keine private Meinung habe. Ich verabscheue die Todesstrafe. Was ist das? Aber neulich wieder, bei ZDF Info oder so, zack, eingeschaltet, Werner Herzog Doku. Bam, weißt du, der Mann ist überall. Der Mann verfolgt dich, ja, Kult. Wir haben noch kultiger gemacht. Alter, guck mal, ohne mich. Leg mal einen Schläger weg. Ja, mit dem Schläger hätte ich es auch geschafft. Ohne mich wäre hier nichts mit dem Schläger hätte ich es auch geschafft. Ohne mich. Mit dem alten Haram-Schläger hätte ich es auch hinbekommen. Ich sag dir, du wirst in der Hölle landen. Sag, das macht noch machst du Witze über Saddam. Weißt du, wenn in der Hölle all die Leute sind, die halt Quatsch machen, dann muss da ja übelst Party sein. Und deswegen ist doch eigentlich ziemlich nice. Versuch mal im Himmel dir so ein Spießertreff. Ja, eben, ey, die sitzen da so, nee, Alter, hier voll aus nee, meinem. Nee, mach ich nicht. Aus meinem gibt's autarken irgendwas Cooles, System. Was steht denn hier? Weißt du, was? Aber in der YouTube, Hölle, da geht's oder? Ab. Wenn du da bist. Der YouTube? Da ist hier drüben, YouTube. Ach, das sind Gitarren. Deswegen ist immer so eine Musik, wenn man da dagegen haut. Ach, die, nach unten im Boden sind die drin. Ah. Dun, 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 kannst dun, die hier dun, rausnehmen, dun, 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 dun. Was war das, ha? Ich pflück die alle aus dem Boden, guck mal. So viele Gitarren, Alter.
Was ist das da? Hier noch mehr Gitarren. Gitarren. Alter. Haben wir sie alle rausgepflückt? 70 Jahre habe ich gearbeitet bei der Altgitarrenverwertung. Nein, ich bin überhaupt nicht verrückt. Das Geräusch der Saiten ist so wahnsinnig. Hä? Guck mal, bei mir stehen hier noch Leute. Bei mir nicht. Bei mir hier ist noch so ein Handmann. Hier. Ey, die Spikes machen Schaden. Siehst du die Hand? Ist es die Hand? Ja, die machen Schaden. Hab ich getötet. So, ich hau jetzt ab. Du willst in der Hölle landen, Greis. Ja. Mach Auge auf Hölle. Ich werde deine Mutter von dir grüßen. Ah, er macht Auge, ey. Ich hab's dir gesagt, Greis. Ja, was denn nun? Was nun? Ich hab's dir gesagt. Verdammte Scheiße, wegen deinen miesen Taten sind wir jetzt hier unten in der Hölle gelandet. Was nun, Alter? Ja, wir sind in der Hölle gelandet. Du wolltest mir nicht glauben. Ja, guck mal, hier ein Polizeibeamter. Ja, sicher. Guck mal, der hier. Guck mal, der ist mies am Trainieren. Und er ist mies am Trainieren, der Typ. Alter, der macht doch hier ein Beschneidungsfest. So sieht also die Hölle aus. Ich habe mich immer gefragt, wie es da unten aussieht. Ja, aber guck mal hier, die tanzen, also Fun müssen sie ja haben. Also hier gibt's die Drugs. Also die Hölle ist geil, ja? Obwohl die sich in der Hölle vielleicht dann streiten, so hey, letzte Woche habe ich Himmelskoks bekommen, das war krass. Ah, gutes Engelskoks, das war nice. Ey, nimm dir doch seine Knarre weg. Der Lumpi. Ja, jetzt habe ich einen Speer. Guck mal, oh, du hast die Leute in der Hölle aufgeschreckt. Ja, auch in der Hölle werde ich töten. Dann gehe ich nämlich eine Ebene tiefer, weißt du, so bin ich drauf. Oh, ich habe alle umgekickt. Mit einem Kick, Alter, ich bin der Spartaner, nannten sie mich. Fucking Leonidas, mich nannten sie, Alter. Mich nannten sie den Höllenmormon. Ja, Höllenmormon. Höllmone. Höllmone, die haben gesagt, Junge, nee, Leute wie dich können wir nicht brauchen. Aber ich muss sagen, der Hölle ist echt wenig los. Scheint ziemlich exklusiv zu sein. Kommt man nicht so leicht rein, ne? Aber Kreis hat's geschafft. Stell dir mal vor, du kommst in die Hölle und dann sagt er zu dir, oh Mann, wir haben einige Leute hier, aber sie waren echt ein Arsch. Wahrscheinlich wird's genauso enden. Also echt wenig los, schau dir die Hölle an, das ist so ein kleiner Laden. Hitler kleiner, exklusiver Laden. Alle sitzen in der Hölle rum so und chillen. Oh. Was machst du, wenn Hitler gar nicht in der Hölle ist? Weißt du, wenn er gar nicht da ist? Wo ist denn hier? Jetzt, der ist oben? Ist Adolf Hitler auch hier? Nein. Der ist jetzt, oben. Der ist oben? Wir reden nicht darüber. Aber der Herrgott hat einen wirklich merkwürdigen Geschmack entwickelt im Laufe der letzten paar Millionen Jahre. Ja, Gott hat irgendwie Sinn für Humor. Einer ist noch am Leben. Schmutz-TV, oder? Ja, oh. Klar. Hier in der Kammer, der Höllenkammer. Da sitzt er doch. Der alte Lutz. Hast mir was ins Gesicht geworfen. Pimpstock. Ist das jetzt eigentlich die letzte Folge, Painzen? Weil ich meine, Hölle und so. Alter, ich hab ihn so rasiert. Alter, er steht mitten in den Flammen. Interessiert ihn null. Kann man da rein? Oh, kann man rein. Ja, das war sie. Die große finale Abschiedsfolge. Paint the Town Red. Wir waren in der Hölle. Und die Hölle hat gesagt, ihr seid immer noch zu mies und zu fies. Ihr müsst leider gehen. Kies ist zu mies und zu fies. Ist das ein Hurensohn? Er hat extra ein Lied geschrieben. Alter, hier wäre noch eine Knarre gewesen in der Waschmaschine. Der Spülwaschmaschine? In der Spülwaschmaschine. Dankeschön fürs Zusehen. Bewerbt nicht vergessen, falls wir aus der Hölle emporsteigen sollen und nochmal abhöhlen sollen. Okay, das war ich alles. Ich bin da jetzt rein. Wiedersehen. Also, Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Und